Hallo, willkommen zurück und es geht in Monte Regioni weiter. Und dann sprach Minerva von der Sonne, von einer Katastrophe, die vor langer Zeit geschah und wieder geschehen wird. Irgendwann weit in der Zukunft, Vero. Dann müssen wir uns darum nicht sorgen. Sieh, vielleicht ist unser Werk vollbracht. Wäre das so schlecht? Wir haben das Arsenal aufgestockt, als du weg warst. Ah, und jetzt ist es üblich, Besucher mit Kanonenkugeln zu empfangen? Bitte verzeih. Sie stehen erst seit ein paar Tagen. Meine Männer sind im Umgang noch nicht geübt. Ich glaube, es ist den Leuten egal, ob Freund oder Feind kommt. Hauptsache abballern mit den Kanonen. Na, solange wir nicht getroffen werden, ist es uns egal. Ach so, was ich noch sagen wollte, wenn einer von euch Lust hat, ein Intro zu machen für mich, kann er mich gerne anschreiben. Weil ich habe jetzt keine Lust, ein Intro zu machen. Beziehungsweise weiß ich gar nicht, wie das wirklich geht. Und wenn ihr da Lust drauf habt, willkommen zurück, Ezio. Schreibt mich an und... Da, das ist Ezio! Lass mich sehen! Buongiorno! Salve, Mario! Schön, nach Hause zu kommen. Seht euch die beiden nur an. Dieser Ort macht sich langsam. Nur dank dir. Bruder! Claudia. Schön, hier zu sein. Wie geht's, Mutter? Ganz gut. Ich hörte, dass du kommst, aber ich wollte es mit eigenen Augen sehen. Die Contessa von Forli will dich sprechen. Ich wusste nicht, dass du so berühmt bist. Katharina? Hier? Es ist also vorbei? Ist der Spanier wirklich tot? Versammelt am Abend alle in Marios Büro. Dort erkläre ich euch alles. Sei gewappnet, Ezio. Sie werden viele Fragen stellen. Claudia, sag der Contessa, ich freue mich, sie heute Abend zu sehen. Ja, das ist Monte Regioni. Kennen wir auch aus dem zweiten Teil. Und wir haben hier drei Aufträge. Und dann wollen wir mal gucken, was hier zu machen gibt. Ach, wir können mit denen gar nicht reden. Oh. Na egal. Okay, da ist... Es ist doch jedes... Braucht ihr Hilfe? Salve. So viele Blumen. Euer Mann muss sehr glücklich sein. Ich bin die Glückliche. Ihr seid hier, um mir zu helfen. Mal sehen, was ich tun kann. Vorhin habe ich wohl einen falschen Eindruck vermittelt. Oh? Ich habe keinen Mann. Die Blumen sind für ein Fest. Bin ich eingeladen? Zu Claudia Auditores Geburtstagsfeier in der Villa? Falls ihr mir helfen wollt, ich brauche jemanden mit Klasse, der mich begleitet. Warum glaubt ihr, ich hätte Klasse? Das habe ich gleich gesehen. Niemand hier hat ein solches Auftreten. Selbst Ezio Auditore wäre sicher von euch beeindruckt. Oh, was wisst ihr über Ezio? Claudia hält große Stücke auf ihn, aber er besucht sie kaum. Er ist wohl etwas distanziert. Sie hat recht, das war ich. Oh nein. Ihr? Das Fest sollte eine Überraschung sein. Bitte sagt es nicht, Claudia. Was bekomme ich für mein Schweigen? Da wird mir gewiss etwas einfallen. Ihr habt noch Bedenkzeit, bis wir da sind. Na, das ist nicht mehr so lange. Dann werden wir hier mal schnell hinlaufen und... geschafft. Und jetzt zu meinem Schweigegeld. Ich habe schon eine Idee. Unter einer Bedingung. Egal was. Ihr müsstet bis morgen warten. Wenn ihr darauf besteht, an mir soll es nicht liegen. Das Warten wird sich lohnen, Ezio. Glaubt mir. Ja, dann müssen wir noch warten.
So, dann wollen wir mal zu den anderen beiden Aufträgen und gucken, was uns da erwartet. Und das heißt hier. Also ich habe gerade erst Assassin's Creed 2 nochmal gespielt. Also müssten meine Skills eigentlich ganz gut sein. Ich glaube, ich sollte mich auch besser in Form halten. Also, ich muss es eigentlich können. Buongiorno. Ezio, Mario wird mich umbringen. Ich habe sein Lieblingspferd verloren. Seid unbesorgt. Ich hole es zurück. Gott segne euch, Ezio. Dann wollen wir das Pferd mal suchen. Das ist mehr. Hey, warte. Jetzt. Hey, nein. Okay. Ja, was soll das? Na, geht. Und zurück. Hier. Grazie, Ezio. Ich kann nicht mehr mit den Pferden mithalten. Versprecht mir, dass ihr eure Gesundheit genießt. Verbringt nicht so viel Zeit im Krieg wie euer Onkel Mario. Meine Schlachten wurden bereits gewonnen. Na, umso besser. Arrivederci, Ezio. Wenn er sich da nicht mal irrt. Also, wie gesagt, es ist mein erstes Let's Play, deswegen hoffe ich, dass ihr es versteht, wenn ich manchmal nicht weiß, was ich sagen soll. Aber ich denke mal, das wird sich so im Laufe der Zeit legen. Weil ich werde auch erfahrener und all sowas. Ich gucke mir auch schon andere Let's Plays an, um mir da vielleicht ein bisschen was abzugucken. So, dann wollen wir gucken. Ach, das mit den Kanonen. Gut, den. So, das sind die neuen Kanonen? Ja, Signor Ezio. Darf ich mal? Ja, aber... Na los, sag's ihm! Sie scheinen nicht richtig zu funktionieren und der Idiot, der sie montierte, ist verschwunden. Dann liegt es an mir, ihn zu finden. Wir wollen eure Zeit nicht vergeuden. Das ist kein Problem. Ich habe alle Zeit der Welt. Na, dann wollen wir mal den Idioten suchen. Aber wahrscheinlich da im Turm irgendwo. Da liegt er ja. Salve, Messer. Ihr müsst die Kanonen auf dem Wall reparieren. Lasst mich in Ruhe. Ich repariere niemals vor dem Mittag. Wisst ihr, wie spät es ist? Ich mache Kanonen, keine Uhren. Wenn ihr nicht wollt, repariert sie ein anderer. Uno momento. Niemand fasst meine Kanonen an. Soldaten haben keinen Respekt vor der Artillerie. Sie halten Feuerwaffen für Magie. Doch man braucht Feingefühl. Muss sie ein bisschen ermutigen. Derzeit haben wir nur einfache Kanonen hier. Aber ich habe einen Entwurf aus Francia. Eine Handkanone. Man nennt es ein eisernes Handrohr. Stellt euch vor, eine Kanone aus der Hand abzufeuern. Das ist die Zukunft. Auch bekannt als Pistole oder Gewehr. Na los, komm. So langsam. Hey, oh. Nein. Was habt ihr getan? Sie benutzt. Sie sind nicht bereit zum Feuern. Ihr hättet uns alle töten können. Lasst mal sehen. Sein Atem ist tödlicher als unsere Kanonen. Nur wenn ihr beiden Narren damit schießt. Hier, versucht es. Dann wollen wir sie mal ausprobieren. Sucht euch ein Ziel und prüft die Ausrichtung. Wieder drin.
Angriffe. Getroffen? Die Zielvorrichtung ist in Ordnung. Das Problem ist hinter. Ja, ja. Ich glaube, er möchte in seiner Brust versteckt die Klinge spielen. Danke für eure Hilfe. Wenn ihr morgen Kanonen hört, keine Sorge. Wir üben bei Tagesanbruch. Schade, dass es euch nichts bringen wird. Sehr lustig. Nun repariert die zweite Kanone. Okay, das war dann die zweite Folge. Und wir sehen uns. Ciao.